kein Spaß erlaubt. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Seltas oder einfach nur Marc und ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt gerade fragen, was war das für ein Anfang und what the fuck ist das für eine Clickbait-Überschrift? Aber meine Freunde, ich muss euch leider enttäuschen, denn es ist kein Clickbait. Es ist tatsächlich die Wahrheit, meine Freunde. Blizzard wird mit Patch 8.2 das Ende von, ja, Edeltrink-Boosting, Edeltrink-Level-Boosting in die World of Warcraft bringen. Denn, und da möchte ich jetzt einmal kurz Venian zitieren, wurde der Buff Experience Eliminated eingefügt, der sich immer aktiviert, wenn man eine Gruppe mit mindestens einem Spieler eröffnet, der den Erfahrungspunkte-Stop aktiviert hat. Durch diesen bekommen alle Gruppenmitglieder nur noch 5% der eigentlichen Erfahrungspunkte spendiert. Ja. Grob zusammengefasst, meine Freunde, ihr könnt eure Edeltwinks in die Tonne kloppen mit Patch 8.2. Herr Blizzard ist mal wieder von seinem Game Developer Olymp zu uns hinabgestiegen, zu diesem Goldmaker Fußvolk und hat freudig verkündet, ficket euch alle. Ja, meine Freunde, ein kompletter Goldmaking-Zweig wird mit Patch 8.2 nun eliminiert. Wie ich schon in diesem Video mal erwähnt habe, hat Blizzard anscheinend immer noch und wortwörtlich die ganze Zeit seine kleinen schleimigen Finger in dieser Goldmaking-Masse und knetet das immer wunderbar durch. Und mal wieder kriegen wir nur Scheiße bei raus. Also ich bin unglaublich frustriert und das sage ich jetzt jemand, der selbst gar keinen Edeltwink hat und auch gar keinen Edeltwink-Level-Boosting betreibt, aber ich finde es einfach wieder absurd und wortwörtlich beschissen, tschüss Monetarisierung, dass Blizzard mal wieder seine Finger in diesem Goldmaking-Spiel drin hat. Mal wieder werden wir beschnitten. Warum? Es ist, als würde so die Spaßpolizei bei Blizzard immer so mit der gezogenen Knarre vor unseren Goldmakern stehen und sobald wir nur so ein bisschen unsere Hand in die Tasche greifen, Alter, direkt über den Haufen geschossen. Meine Herren, regt mich das auf. Unglaublich. Also meine Freunde, was sich Blizzard da schon wieder gedacht hat und jetzt mal komplett abgesehen vom Goldmaking. Leute, was glaubt ihr, was das eigentlich bedeutet mit diesem Debuff, der sich auf alle Gruppenmitglieder bezieht? Das Internet ist voller Trolls. Wenn die sich im Dungeon Finder queuen und dann mit random Leuten zusammengeworfen werden, die eigentlich nur leveln wollen, können die einfach komplett verarschen und sagen, ja Leute, ihr kriegt jetzt keine Experience für diesen Dungeon. Was ist mit denen los? Anstatt dass die versuchen, dieses ganze Skalierungssystem zu überarbeiten, versuchen die so mit großen Pflastern irgendwie so ihr hässliches Frankenstein-Konstrukt an Leveling zusammenzuhalten. What the fuck? Ohne Scheiß, ich... Das ist halt wortwörtlich eher nur ein Rant-Video, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Ich hatte für heute eigentlich ein anderes Video geplant und dann kam das dazwischen und deswegen, ich will das jetzt heute einfach mal loswerden. Und ihr könnt jetzt mal einfach mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Was denkt ihr darüber, dass Blizzard mal wieder seine kleinen ekligen Finger im Goldmaking-Spiel, ja, so schön drinne hat, so schön versunken hat? Seid ihr davon vielleicht sogar betroffen? Ich meine, ich kenne viele Leute, die mit Edeltwink-Boosting ihr Gold verdient haben und mit Patch 8.2 ist das jetzt für sie vorbei. Haut jetzt mal unten in die Kommentare. Ich meine, viel Goldmaking bleibt uns ja nicht mal übrig, alles andere in BFA ist ja komplett wertlos außer Rohmaterialien. Und bevor ich jetzt noch ein paar mehr Leute bei Blizzard beleidige, ziehe ich jetzt einfach mal einen Schlussstrich, sag tschüss und ihr könnt das Video bewerten. Keine Ahnung. Haut da rein, Boys. Tschüss.